Nachdem es am ersten Tag des Verbotsverfahrens um die formalen Voraussetzungen für ein Verbot der NPD und am zweiten um den Prüfungsmaßstab ging, den das Gericht anzulegen hat, sowie bereits um erste inhaltliche Debatten, stand am dritten Verhandlungstag die Programmatik der NPD im Vordergrund. Zentrale Bedeutung hatte darüber hinaus das von den Verbotsbefürwortern gewählte Konstrukt der Schaffung von Angsträumen, die angeblich durch die NPD betrieben werde. Auch der Vorbehalt der letztlich in Gestalt des Bundesrates vertretenen etablierten Parteien, wonach die Nationaldemokraten in ihrem politischen Wirken darauf ausging, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder gar zu beseitigen, wurde intensiv erörtert. Ja, Herr Richter, wird die NPD verboten? Die NPD wird nicht verboten. Da bin ich nach dieser Verhandlung sehr optimistisch. Es hat sich gezeigt, dass die Beweisführung des Bundesrates komplett in sich zusammengebrochen ist. Es wurde nur heiße Luft produziert. Es sind Behauptungen aufgestellt worden, dass hier ein Klima der Angst erzeugt werden würde von Seiten der NPD. Das ist definitiv nicht der Fall. Sämtliche Behauptungen haben wir entkräften können. Übrig geblieben ist nichts. Deswegen im Hinblick auf den Maßstab, den das Gericht angekündigt hat, oder den ich meine, der Verhandlung entnommen zu haben, dass also ein falsches Programm allein nicht ausreicht, dass ein aggressiv-kämpferisches Verhalten erforderlich ist, dass dieses auch nicht vorliegt. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier letzten Endes sozusagen freigesprochen werden. Es wird also nicht einen neuen Maßstab in der Bundesrepublik Deutschland geben, nachdem allein politische Gesinnung ausreicht, um verboten zu werden. So habe ich die Verhandlung verstanden. Also die Richter haben ja sehr kritisch nachgefragt, haben auch generell darauf hingewiesen, ob es nicht vielleicht bedenklich ist, wenn man allein das Programm ausreichen lässt. Und dadurch, dass ich also jetzt hier den Eindruck gewonnen habe, dass es hier letzten Endes auf das Kriterium des aggressiv-kämpferischen weiterhin ankommen wird, denke ich also, wenn das so angewendet wird auf die NPD und auf die entsprechenden Beweise, die hier dann präsentiert und von uns entkräftet worden sind, dass hier am Ende nur ein Freispruch rauskommen kann. Dankeschön. Herr Franz, welche Eindrücke nehmen Sie denn jetzt aus den drei Verhandlungstagen mit? Das waren drei sehr schwierige und anstrengende Tage. Ich bin aber sehr optimistisch, dass die NPD am Ende nicht verboten wird, weil wir nachweisen konnten, dass wir nichts Verbotenes tun. Der Bundesrat hat viele Behauptungen in das Verfahren eingebracht, konnte aber diese aggressiv-kämpferische Haltung nicht nachweisen, weil es sie schlicht und ergreifend nicht gibt. Die NPD will weder die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, noch wollen wir in irgendeiner Art und Weise die Demokratie beseitigen. Die NPD steht nicht für weniger Demokratie, sondern für mehr. Wir wollen mehr Volksbeteiligung. Wir wollen, dass das Volk stärker partizipieren kann. Und insofern bin ich guter Dinge, dass die NPD als Sieger aus diesem Verfahren hervorgeht und der Bundesrat entsprechend abgewatscht wird für den dilettantischen Antrag, den er hier eingebracht hat. Was bedeutet ein eventueller Freispruch für die weitere Politik der NPD? Nun, das bedeutet für uns zunächst einmal, dass die NPD ohne fortwährende Kriminalisierung ihre politische Arbeit weiter fortsetzen kann. Es war ja bisher das Problem, es war hier vielfach die Rede von einem Klima der Angst, das die NPD erzeugen würde. Es ist aber ja in Wahrheit so, dass ein Klima der Angst gegen die NPD erzeugt wird. Und wir sind guter Dinge, dass diese Form der Stigmatisierung, der Kriminalisierung dann in Zukunft unterbleibt und wir einen Schritt weiter in Richtung Normalisierung machen können. Dankeschön.